Während der Erzählung machen sowohl Rita als auch Manfred eine Veränderung durch. Diese schauen wir uns nun einmal genauer an. Hier könnt ihr eine Zeichnung von Rita sehen. Sie wurde von mir erstellt und gilt allein zur Veranschaulichung. Zu Beginn der Geschichte ist Rita etwas verloren. Ihr Leben scheint keine große Bedeutung zu haben. Daher sehnt sie sich nach Veränderung. Rita fühlt sich oft einsam. Sie ist erschöpft und wirkt hilfsbedürftig. Ihre emotionale Verfassung zeigt sich auch dadurch, dass sie oft bedrückt wirkt und unter Schlafproblemen leidet. Durch Manfred verbessert sich dieser Zustand. Er ist für sie da und gibt ihr Rat. Ihr Wohlbefinden ist von Manfred abhängig. Durch ihn fühlt sie sich lebendig. Im Verlauf der Geschichte lernen sie verschiedene Personen kennen. Jetzt zählen zum Beispiel der Lehramtsbeauftragte Herrn Schwarzenbach, der mit ihr geduldig und nachsichtig umgeht, und Herr Meternagel, der mit ihr in der Brigade arbeitet. Besonders von ihm bekommt sie den Sozialismus näher gebracht. Durch diese Bekanntschaften schafft es Rita, sich in ihrer Abhängigkeit von Manfred zu lösen. Sie wird zunehmend selbstständiger. Durch die Erfahrungen bei der Brigade nimmt sie die Sichtweise an, dass der Sozialismus die beste Ideologie ist. Die DDR soll so reformiert werden, dass allein diese Ideologie das Handeln der Menschen bestimmt. Sie möchte alles verbessern, obwohl Manfred ihr rät, sich herauszuhalten. So wie sie denkt, dass sie die DDR verändern kann, versucht sie auch Manfred zu verändern, woran sie scheitert. Dieses Scheitern und den Verlust der Beziehung treibt sie in die Versuchung, Selbstmord zu begehen. Der Chemiker Manfred Herfurth. Eine weitere Hauptperson ist Manfred Herfurth. Den könnt ihr hier auf dem Bild schematisch erkennen. Der Chemiker Manfred Herfurth ist ca. 10 Jahre älter als Rita. Er ist im Dritten Reich aufgewachsen und kommt aus schweren Familienverhältnissen. So wirft er seinem Vater vor, dass er sich zwar von Hitler abgewendet hat, aber stattdessen einfach Stalin Treue geschworen hat. Dies ist auch die Generationenproblematik, die das Buch anspricht, auf die ich jetzt aber aufgrund der Leitfrage nicht genauer eingehen werde. Aufgrund diesen Erfahrungen denkt Manfred in erster Linie an sich. Er erscheint unnahbar und gleichgültig. Deshalb hat er auch wenig soziale Kontakte. Er hat Zweifel an der Ideologie des Ostens. Diese Charaktereigenschaften versucht er zu überwinden. Zum einen durch die Entwicklung der Spinnmaschine, denn er ist ein ehrgeiziger Wissenschaftler, und zum anderen durch Rita, denn Rita schafft es, ihm nahe zu sein. Im Verlauf der Geschichte erfährt Manfred immer mehr das Gefühl, nutzlos zu sein. Die Gesellschaft in der DDR scheint einer komplett anderen Ideologie dazu zu gehören. Oft fühlt er sich deshalb gekränkt. Sein Lösungsversuch scheitert durch die Ablehnung der Erfindung und durch die Entfremdung von Rita. Daraufhin scheint er aufgegeben zu haben, denn er kann sich nicht mehr mit der DDR-Gesellschaft identifizieren. Er ist frustriert und flieht in den Westen. Wie ihr sehen könnt, sind Rita und Manfred von Grund aus verschieden. Dies führt uns auch zur Problematik. Durch die Erfahrung im Leben entwickelten Rita und Manfred unterschiedliche Ideologien. Das Gefühl des Dazugehörens und des Angenommenseins von Rita führten zu einer Annahme der in der DDR vertretenen Ideologie, während die Ablehnung und das Nichtverstandenwerden von Manfred zu dessen Ablehnung führte. Doch was hat die Teilung damit zu tun? Durch die Teilung Deutschland gab es zwei unterschiedliche Ideologien, die als unvereinbar publiziert wurden. Diese zwei Ideologien sind unter anderem der Sozialismus mit der Planwirtschaft und der Individualismus mit der Marktwirtschaft. Das Leben
In der DDR brachte die Frage zum Verhältnis zwischen Arbeit und menschlicher Entfaltung auf. Diese menschliche Entfaltung geschieht unter anderem bei der Arbeit und ermöglicht eine Verbesserung der Fähigkeiten und dadurch einen Wirtschaftswachstum. Aber Rita und Manfred ist aufgefallen, dass dies in der DDR nicht der Fall sei, denn hier macht nicht jeder das, was er könnte. Beide Ideologien bieten dafür eine Lösungsmöglichkeit. Der Sozialismus fordert Opferbereitschaft im Sinne des Allgemeinwohls. Dies geschehe zum Beispiel durch Selbstverpflichtung und nicht durch Zwang. Dieses freiwillige Mehrtun ganz ohne Zwang ermöglicht die freie Entfaltung. Während der Individualismus die Meinung vertritt, dass freiwillig niemand mehr täte, da jeder nur seinen persönlichen Vorteil im Sinn hätte. Ohne Zwang gäbe es keine menschliche Entfaltung. Manfred sah seine Denkweise und die Tatsache, dass die DDR wissenschaftlich hinter der BRD stand, im Individualismus bestätigt und wendete sich diesem zu. Den Sozialismus lehnte er ab, denn in ihm hat er nur Ablehnung erfahren. Während Rita sich im Sozialismus heimisch fühlt, dieser bestätigt sich durch die Abwendung der Krise durch die Selbstverpflichtung im Werk, die sie erlebt hatte. Durch diese Erkenntnisse verändern sich beide innerlich in eine andere Richtung. Nun schauen wir uns einmal die Unterschiede der beiden Denkweisen genauer an. Für Manfred war die DDR ein Ort, an dem der Mensch zum Sozialismus gezwungen wird, obwohl der Individualismus die Natur des Menschen sei. Zudem bemängelt er die fehlende Meinungsfreiheit und die eingeschränkte Sichtweise des Ostens. So müsse seiner Meinung nach jeder, der etwas Verstand habe, die Wahrheit erkennen. Im Gegensatz hierzu vertritt Rita die Meinung, dass der Sozialismus ein erstrebenswerter Zustand sei. Hingegen die BRD hätte durch ihren Individualismus eine ungewisse Zukunft. Dort gäbe es kaum Hilfe, da die Menschen nur ihren persönlichen Vorteil im Sinn hätten. Deshalb ist die Republikflucht für sie unverständlich und wird als Aufgeben bezeichnet. Manfred hingegen vertritt die Meinung, dass der Mensch von Natur aus ein Egoist sei, dass durch die unbegrenzten Möglichkeiten des Westens niemand etwas vorgemacht wird. Daher sieht er die Republikflucht als natürliche Ursache. Für Manfred ist eine Veränderung der DDR nicht möglich, während Rita auf die Reform der DDR hofft und diesbezüglich mitwirkt. Durch diese zwei so gegenseitigen Sichtweisen kommt es zur Ablehnung der jeweils anderen Ideologien. Dies führt zu einer Verschlechterung des Gesprächsthemas. Zudem verstehen sich die beiden nicht mehr. Dies führt zur Entfremdung. Diese Ablehnung und Unverständnis wurde ihnen von dem geteilten Deutschland vorgegeben, denn die deutsche Politik und Gesellschaft ließ eine Vereinbarkeit der Ideologien nicht zu. Dies machte sich besonders durch den Kalten Krieg deutlich. Deshalb musste es zu einer Trennung kommen, da Rita und Manfred nichts anderes kannten.